Ja, Peter Schieberli, Heizplan an der Olma, und rechts hast du etwas in der Hand, du bist ganz stolz drauf. Was genau ist das? Das ist der Schweizerische Plusenergiepreis, den wir gestern in Luzern bekommen haben für unser neues Gebäude, der Energiepark. Energiepark, gell, voll von Photovoltaik, oder? Ja, wir haben eine sehr grosse Fassade, etwa 70 Meter lang. Und wir haben ein Dach, insgesamt etwa 450 Kilowatt. Das heisst für 100 Wohnungen Strom in unserer Region. Das ist das Zursee, gell, wo wir den Preis bekommen haben. Nichts gegen das, was ihr hier bietet, Gams. Ja, das ist, Zursee ist natürlich der Campus. Die haben selber relativ eine grosse Anlage gerade eingeweiht. Und das ist eigentlich für die Maurer zum Lernen ihres Gewerbes. Der Verbandshauptsitz. Jetzt habt ihr ja nicht nur Photovoltaik, also ein Heizplan, das sehen wir jetzt hinten dran, da steht ja eben natürlich Innovation mit Energie, also was gehört denn da alles dazu? Also im neuen Gebäude zeigen wir vor allem alles, was rund um Innovation mit Energie ist. Das heisst, wir haben die neueste Generation von Licht, LED, wo eigentlich jede Lampe mit der nächsten redet, wo Tageslicht eingeflossen hat. Moment, da muss ich es aber erklären, was jede Lampe mit der nächsten redet. Also die Lampe hat Sensorik drin und die merkt, wenn das Wetter aussen dran sich verändert. Das heisst, wenn die Sonne scheint, geht das Licht zurück, bis auf 30% oder ganz aus, wenn sie hell ist. Das heisst, sie optimiert sich selber laufend. Am Abend wird sie dann extrem hell natürlich und sie hat auch eine Szenenschaltung drin, wo sie merkt, was die andere Lampe macht. Zum Beispiel, wenn es abends ein Securitas-Wächter kommt, läuft sie nur mit 30% und so weiter. Oder wenn die Produktion nicht voll Licht braucht, dann schaltet sie dort ab, wo man es nicht braucht. Unglaublich. Und das Gleiche ist ja, wenn der Photovoltaik auf Dächer aufmacht, wo man es über Eigenverbrauch hat, dann kann man natürlich das auch so einbauen, dass dann vor allem dann Strom, also dass man Geräte vor allem dann einstellt, wenn es am meisten produziert, oder? Ja, das zeigen wir eigentlich hier hinten auf dieser Tafel mit dem Auto, wo man dann direkt kann laden ab dem Solarstrom. Wenn wir Überschuss haben auf dem Dach, kann man das Auto laden, man kann die Batterie laden. Zuerst ist immer das Gebäude. Also waschen, tömbeln, kochen, einfach alle Strom, den man im Haus braucht. Und erst dann geht die Batterie und zur Nacht holt man es von der Batterie, den Überschuss vom Tag. Das ist heute jetzt eher so, dass man Eigenverbrauch macht, gell, wenn man Photovoltaik auftut. Richtig, weil das KEF ist ja eigentlich bei kleinen Anlagen nicht mehr aktiv, nur die Einmalvergütung, aber die ist sehr gut. Die Einmalvergütung zahlt heute bis ein Drittel von der gesamten Anlage, plus noch etwa 10-15% Steuern. Also das heisst, die Anlage ist fast zu 40% extern zahlt. Das heisst, wenn die Module dann wirklich 20 Jahre heben, dann holt man das raus, die Investition? Also die Module heben garantiert 30 Jahre, bis 40 Jahre sogar. Die höchsten Hersteller geben heute sogar Garantien bis 25 Jahre auf die Leistung respektive auf das Produkt. Was baut man denn so bei einem Einfamilienhäuschen am besten auf? Also, gibt es irgendwelche Angaben? Also, ich habe mal gehört, mit 32 Quadratmetern erreicht man 5 Kilowatt Peak. Und das reicht, glaube ich, für Einfamilienhäuschen, die sehr gut isoliert sind. Oder wie sieht das aus? Also normal ist ein Einfamilienhaus so 5 bis 6 Kilowatt, richtig etwa 30, 35 Quadratmeter. Und aus dem heraus ist etwa der Bedarf des Gebäudes im Schnitt über das Jahr mit 50% abgedeckt. Ich habe im Sommer natürlich ein bisschen Überschuss und im Winter habe ich vielleicht ein bisschen knapp, aber im Gesamten habe ich einen Energiebedarf von etwa 50% abgedeckt. Wenn ich die Batterie dazu nehme, komme ich gegen 70% oder höher. Batterie? Batterie, das ist der Speicher da unten, der dann quasi den Überschuss eben lagert. Und in der Nacht kann ich den abrufen, für das Gebäude wieder, für meine eigene Stromversorgung. Das sind doch alles Zusatzkosten. Wenn wir jetzt einfach schauen, ob man Photovoltaikanlage auftut, fix und fertig, so sagen wir mal 30, 40 Quadratmeter, Kostenpunkt etwa 15'000 und das um. 15 bis 20'000, je nachdem, aber mit allem, mit dem Elektrischen, mit der kompletten Einbindung, vielleicht sogar mit der Optimizer-Steuerung, wo wir dann nachher über den Smart Meter, wo wir da hinten sehen, das ganze Gebäude noch ein bisschen optisch steuern können. Und dass wir auf dem iPhone nachher sehen, was passiert ist am Tag. Und wir haben genau die Leistung gesehen, auch wie viel Eigenbedarf. Und sehen eigentlich, wie wir in Zukunft vielleicht Batterie setzen, um noch mehr optimieren.
Es ist Photovoltaik das eine, was ihr anbietet. Auf der Homepage kann man das schauen. Man kann sich auch sonst informieren, nicht nur an der Rolme. Hier an der Rolme natürlich eben auch. Ihr macht aber eben auch natürlich Thermik, ihr macht LED und eben andere Sachen. Was bietet ihr sonst noch an? Also vor allem die Wärmepumpe, die wir jetzt hier sehen, das ist die neueste Invertertechnik, die eigentlich von 30% auffährt auf 100%. Und das haben wir bei uns im Solarpark im Betrieb. Im Solarpark hat es 7 Wärmepumpen bei einem Gebäude mit etwa 30'000 Kubik. Das ist vielleicht ganz neu im Industriebereich, dass man eine Wärmepumpe einfach koppelt wie ein Einfamilienhaus und Kaskaden schaltet nach der Leistung. Abhängig auch wieder von der Einstrahlung der Sonne. Also wir nutzen Solarstrom, um die Wärmepumpen anzutreiben. Und aus dem sind wir natürlich sehr gut abgedeckt. Und vom Geräusch her, du hast ja einmal früher oben dran gewohnt, gell, in einem Teil eben von deinem Solarpark. Vom Geräusch her kann man schlafen? Geräusche sind jetzt absolut optimiert, weil der Kanton St. Gallen hat die strengsten Vorschriften, was den Schallpegel angeht. Das ist eine schwedische Maschine, IBE, die eigentlich im Moment einer der besten auf dem Markt ist. Vom Geräusch plus 65 Grad Temperatur, minus 25 Grad Aussentemperatur und wie gesagt leistungsreguliert. Und bei uns in den Winter von ja maximal mal 15, vielleicht mal 20 Grad. Wird optimiert auf 15 Grad, aber lange das 100 Mal? Ja, also bei 15 Grad fahren wir vielleicht mit einer Leistung von 70%. Und je kälter, je höher. Aber wie gesagt, die Verdichter, das ist eine neue Technologie, die passt sich der Temperatur an und der Leistung. Heizplan in Gams, oder? Mit dem Gebäude, das wir hinten dran jetzt immer wieder ein bisschen gezeigt haben, Innovation mit Energie, aber glaube auch Innovation im Bereich der Beratung. Also ihr bietet im Grunde nur sorglos Päckchen an, wenn man zu euch kommt, oder? Richtig, rundum sorglos ist richtig gesagt, wir fangen am Dach an, gehen ins Gebäude rein bis zum Keller. Einfach, ich sage immer von Dach bis Keller ohne Zeller, weil der Zeller kommt vom EW. Ja. Aber wir machen die komplette Elektroinstallation, wir beraten, machen alle Gesuchstellungen von den Fördergesuchen, von den Bewilligungen. Also da kommt eigentlich nichts damit zu tun. Ein Einfamilienhaus im Schnitt ist die Arbeit auf dem Dach einen Tag und vielleicht innen dran dann noch elektrisch nochmal einen Tag und dann kann die Anlage ans Netz gehen. Du bist schon lange im Business, gell? Wie steht es mit dem Wirkungsgrad von diesen Modulen und auch zum Beispiel mit der Dauerhaftigkeit? Also wir sind jetzt da, wir haben das 35-jährige Jubiläum und ich habe schon die nächste Generation im Betrieb, Tochter und der Sohn, die das jetzt auch laufend übernehmen und vor allem auch führen. Und die Wirkungsgrad der Module, die sind heute schon über 20%, je nach Leistung von der Art und von der Optik. Und die Leistung geht immer noch hoch. Parallel geht der Preis runter. Aber jetzt sind wir im Moment in einem Preissegment, in dem es sehr interessant ist. Jetzt sind es wirklich nur noch ganz kleine Teile, die sich verändern können, weil die Technik ist sehr ausgereift. Aber wenn der Preis immer runtergeht, dann bist du ja schon fast am Verlupen. Oder wie sieht das aus? Ja, es ist einfach natürlich auch durch den asiatischen Raum ist der Preis recht ins Wanken gekommen. Und jetzt sind die Produktionen so ausgelastet, dass es vom Preis her nicht mehr viel wird in den nächsten Jahren. Es wird immer, eben, wie gesagt, kleine Prozentsätze werden noch möglich sein, aber der Basispreis, wenn wir die erste Anlage schauen, die wir im 2000 gebaut haben, die 70'000 Franken kostet, etwa 6 Kilowatt, kostet das gleiche heute etwa 16'000, 17'000 Franken. Was bringt es dir, dass du hier in der Ulme, neben dem, dass du den ganzen Tag hier stehst? Ja, Dolma ist natürlich für uns eine gute Plattform, weil wir hier in der Ostschweiz sind. Das ist die grösste Messe der Schweiz. Hat rund 365'000 Besucher. Und Dolma ist immer eine langfristige Geschichte. Also unsere Besucher sehen alles live. Und wir haben Sachen, die nachträglich bis 2 Jahre später noch kommen, weil es einfach vielleicht dann entscheidet, jetzt will ich etwas machen in der Umsetzung des Gebäudes. Und einfach noch meine letzte Frage noch mal zu dem Solarpreis. Du hast gestern zur See abgeholt. Da müssen wir jetzt vielleicht noch sagen, wir haben jetzt Mittwoch, also kurz vor Ablauf von der Olma. Du hast gestern in zur See abgeholt. Was bedeutet dir der Preis? Also für mich ist es natürlich eine Genugtuung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, was ich all die Jahre immer auch den Leuten erzählt habe. Und es ist nochmal eine Bestätigung, das neue Gebäude geht jetzt Richtung Industrie. Wir haben zuerst angefangen mit dem Bürokomplex, mit Wohnen, dann mit dem Synergiepark, Solarpark, wo eigentlich mehr Produktion und Umsetzung ist. Und jetzt der Energiepark, wo es ja auch noch externe Mieter drin hat und unser Lager vor allem, auch eine Teilproduktion.
wo wir jetzt einfach noch mehr die Möglichkeit haben, um alles noch grösser zu zeigen und vor allem eben auch zu leben. Wir haben unsere Gebäude immer so gebaut, dass sie live das zeigen, was wir machen.